Es ist der offizielle Auftakt zum großen Ballwochenende. Sie alle sind hunderte Kilometer ins tschechische Karlsbad angereist, um 3 Tage lang zu feiern, mit strengem Dresscode und nach altem Protokoll. Morgen Abend ist ja dann der große Ball. Da möchte man ja nicht dastehen und über seine eigenen Füße stolpern. Und deswegen tanzt man ein. Nikolaus Graf von Plettenberg ist der Zeremonienmeister beim Eintanzen. Sie üben die Française und die Quadrille. Es ist die Lust auf alte Etikette, die sie hier zusammenführt. Und das über alle Schichten, adlig und nicht adlig, alt und jung. Max von Kienling, 15 Jahre alt, genießt es, sich als Gentleman zu geben. Ich gebe schon gerne auch Handküsse an Damen. Wenn man dann da ist, dann passiert das schon von selbst. Tanzen in Formation, gar nicht so einfach. Aline Ruppert aus Köln ist zum ersten Mal hier und trotzdem sofort in ihrem Element. Dass die Sitten heute manchmal verloren gehen in unserer Generation, finde ich sehr traurig. Insofern freue ich mich, dass es solche Wochenenden und Anlässe überhaupt noch gibt. Es ist mehr eine gesellschaftliche Konvention, auf der man sehr viel angenehmer und entspannter miteinander kommunizieren kann. Man versucht den anderen zumindest jetzt wörtlich nicht auf die Füße zu treten. Beim Tanzen passiert es hin und wieder. Und das macht, glaube ich, den Reiz einer Sache aus. Der nächste Morgen. Vor dem Grand Hotel herrscht beinahe Normalität. Wer genau hinsieht, findet aber doch das Besondere. Damen mit Wagenrad auf dem Kopf und Männer mit Zylinder schreiten durch Karlsbad. Sie sind auf dem Weg zur Rennbahn. Das berühmte Galopprennen im englischen Ascot ist das große Vorbild. Die Pferde selbst sind dabei allerdings fast Nebensache. Dieser Rennsport wird eben eigentlich seit sehr langer Zeit in einer gewissen Weise zelebriert. Und das ist heute teilweise etwas unter die Räder gekommen und das wird hier reanimiert und neu belebt. Der pompöse Hut ist Teil des Dresscodes. Sie sind groß, elegant oder auch verrückt und auf jeden Fall mit viel Mühe und Kreativität gestaltet. Ich glaube, die Kleider, die man trägt, haben immer einen Einfluss darauf, wie man sich fühlt und auch wie man sich bewegt und verhält. Also natürlich ist das mit einem Hut genauso. Dann habe ich einfach ein Foto vom Kleid mit einem Stück Stoff zu einer sehr nette Hutdame geschickt und sie hat mir dann dieses Hut entworfen. Man muss sich ein bisschen anders bewegen, aber dafür macht Spaß. Ich wollte etwas Ironisches. Es soll so aussehen, als hätte ich einen Tisch abgeräumt und mir alles auf den Kopf gepackt. Es ist diese gewisse Leichtigkeit, die trotz aller Stilvorgaben nicht fehlen darf. Beim Steckenpferdrennen werfen sie jede Zurückhaltung über Bord. Hochleistungssport statt Höflichkeit. Max Kienling, herzlichen Glückwunsch. Und dann ist es auch schon höchste Zeit, sich umzuziehen für den großen Frühlingsball. Gastgeber Oron Michael Kalkert und das Empfangskomitee begrüßen jeden einzelnen der 600 Gäste. Sie alle sind handverlesen und persönlich eingeladen. Handküsse für Damen beherrscht Max. Die Umarmung unter Herren ist aber noch verbesserungsfähig. In barockem Ambiente führen die Damen ihre großen Roben vor. Ich glaube, ich habe jetzt heute schon fast 5 Tage vorher das Packen angefangen, um alles hinzulegen. Welche Farben, welche Schuhe, welchen Schmuck, welchen Hut, damit alles passt. Der Eröffnungstanz ist formvollendet, der Walzer des Ballorchesters von Karlsbad ebenso. Sie genießen die Höflichkeit und die guten Manieren, die untrennbar einhergehen mit der Kleiderordnung. Die wurde schon Wochen vorher an alle Teilnehmer verschickt. Nichts soll den Gesamteindruck stören. Da bin ich strikt, dass es eingehalten wird. Und meine Gäste machen auch alle mit. Also es gibt dieses Jahr keinen Ausreißer. Ich hatte nur letztes Jahr einen. Und ja, der kam dann auch nicht rein. Das hat ja auch viel mit Tradition und Respekt zu tun. Und es ist einfach schön, sich nicht nur durch Kleidung, aber auch durch Benehmen gut zu benehmen sozusagen. Dann kommt die Française zur Aufführung. Das Üben am Abend zuvor hat sich ganz klar gelohnt. Die Performance ist vorzeigbar. Stolz und Erleichterung umgibt die Tänzer.
Tag 3. Einschnüren für das große Kostümfest. Das Mieder kann gar nicht eng genug sitzen. Das ist gut für die Haltung. Julia und ihre Freundin Sissi sehen das Ballwochenende als eine Art kurze Flucht aus dem Alltag. Wie man sich anzieht, einfach, das fehlt so ein bisschen, dass es heutzutage ein bisschen anders ist. Also ich finde es immer viel schöner, auch mit diesen langen Kleidern jetzt zum Beispiel zur Renaissance. Vom Umgang her finde ich auf jeden Fall, können die Männer immer so sein, oder Julia? Auf jeden Fall, ja. Öfter mal Prinzessin sein oder sich zumindest mit echten Gentlemen umgeben, das wäre schön. In die Steckfrisuren bohren sie lieber noch ein paar Haarnadeln extra. Sicher ist sicher. Schließlich wollen sie später beide tanzen, bis die Schuhsohlen glühen. Die wirbeln dich dann immer durch die Gegend durch. Und du musst die Frisur wirklich sehr, sehr fest sitzen. Sonst verrutscht da ganz viel. Dreh dich mal. Passt auf. Ah, schön. Du auch? Einmal. Und dann trifft sich die feine Gesellschaft vor der historischen Holzkolonnade in der Karlsbader Altstadt. Dabei ist, wer Rang und Namen hatte in der Renaissance. Ich bin Königin Isabella von Spanien. Heinrich VIII. Werde ich genannt. Ich sehe mich heute als ein Fugger, Jakob Fugger. Lorenzo de' Medici. Das ganze Wochenende sind sie nun schon unterwegs in rigoroser Kleiderordnung und mit strengem Protokoll. Es ist ein historisches Schaulaufen entlang der Promenade. Man fühlt sich eigentlich ziemlich königlich und in sehr guter Gesellschaft. Die Kleidung ist nach wie vor gut, vielleicht etwas unbequemer als sonst, aber sonst ganz gut. Den Füßen geht es erstaunlich gut. Ich war schlauer als letztes Jahr. Ich hatte letztes Jahr zwar, was hatten wir gesagt, Schuhe für 2 Wochen dabei, aber kein paar flache. Der Umzug endet am Kaiserbad. Hier wollen sie ein weiteres rauschendes Fest feiern. Der Saal ist in zartes Kerzenlicht getaucht. Sie sind zurückversetzt in eine andere Zeit. Da kann ich gleich etwas verraten. Und zwar, bevor man eine Dame zum Tanz auffordert, küsst man seine Hand, sie küsst ihre Hand und dann ergreift man sie erst. Auch beim Tanz wiederholt sich diese Geste der Höflichkeit. Die Herausforderung ist, auch die letzten Kniffe und Regeln so zu beherrschen, dass es mühelos wirkt. Schön anzusehen ist der synchronisierte Tanz allemal. Und dann tanzen sie bis in die frühen Morgenstunden, so wild, wie es die Kleider eben zulassen. Alte Etikette, ganz modern interpretiert. Es soll ja vor allem Spaß machen.